Guten Morgen. Es geht weiter bergauf. Und es sind nach wie vor die Spekulationen um Staatsanleihenkäufe der EZB, die die Rallye an den Aktienbörsen weiter rantreiben. Die ersten Berechnungen, die wir jetzt bekommen, lassen hier erneut einen Anlauf erwarten des DAX in Richtung 10.300 Punkte. Weiter nach oben geht es auch mit dem Goldpreis. Erstmals seit August hat er die 1.300 Dollar überwunden. Und bei mir jetzt Samir Boyadan, der Wolkentrainer mit der technischen Analyse. Samir, der DAX außer Rand und Band, bullenstark präsentiert er sich. Geht das so weiter? Ja, erstmal wunderschönen guten Morgen, Andreas, und wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ja, also das ist richtig. Wir sehen einen relativ starken deutschen Aktienindex. Das ist aber auch nicht nur der DAX selbst, sondern wir haben auch mit unter anderem dem MDAX und der SDAX und der TechDAX, also gerade speziell die deutschen Indizes, die eine absolute relative Stärke zeigen, die zwar jetzt in den letzten zwei Handelstagen, also Montag und Dienstag, nicht so wirklich aus sich rausgekommen sind mit neuen Hochs oder dass der Trend natürlich sich weiterhin fortgesetzt hat. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr gut zu beobachten, dass gerade in Amerika und auch in Asien die Märkte in Konsolidierungsphase sind. Also das heißt, da gibt es schon etwas zwischenzeitlich mal stärkere Rücksetzer, das aber auf den deutschen Markt sich überhaupt nicht überträgt. Und der deutsche Aktienindex, also der DAX selbst im oberen Bereich hängen bleibt und versucht natürlich mit allen Mitteln da oben seine Hochs zu halten, um auf die Rede von Mario Draghi abzuwarten. Und dann dürfte das natürlich äußerst interessant sein, Andreas. Also da wäre es nicht ausgeschlossen, wie Sie schon sagten, der Markt außer Rand und Band, dass er mit einer schnellen Kursbewegung Richtung 10.500 oder 10.600 Punkte nach oben ausgedehnt werden, wenn natürlich Draghi nicht enttäuscht und auch entsprechend das liefert, was der Markt erwartet. Was machen denn die Amerikaner? Die gucken sich das ja auch an. Die kennen natürlich auch die EZB, aber die werden auch so ein bisschen darüber lächeln. Die haben ja ganz eigene, ja, nicht Probleme. Die haben ja einen Präsidenten, der gesagt hat, jetzt geht's bergauf. Das ist richtig. Also in Amerika, wenn wir uns da die Marktsituation anschauen, also sind ja die großen drei Indizes, also Nasdaq 100 und auch S&P 500 und Dow Jones in einer Konsolidierungsphase. Da muss man natürlich ganz klar sagen, dass die Notenbanken selbst in Amerika schon im letzten Jahr äußerst aggressiv gehandelt haben und die Märkte natürlich von einem Hoch in das nächste Hoch getrieben haben. Wir erinnern uns, dass wir im letzten Jahr 2014, als der Dow Jones schon also praktisch im zweiten Halbjahr oder auch Oktober, November angefangen hatte, seinen Trend weiterhin fortzusetzen und das in einer Geschwindigkeit und das in einer Dynamik, als gäbe es kein Morgen und als gäbe es einfach kein Deckel auf den einzelnen Indizes. Und somit haben wir schon gesehen, dass gerade die Fed äußerst aggressiv vorgegangen ist und natürlich damit die Märkte nach oben getrieben hat. Das ist das, wo natürlich auch Europa oder auch Mario Draghi stark in der Kritik letztes Jahr war, dass er für die Amerikaner einfach zu schwach und zu konservativ reagiert hat und man ihm von ihm verlangt hat, doch etwas bitter aggressiver voranzugehen, um die Weltwirtschaft damit anspringen zu lassen. Gestern hatte ich ein Interview mit Jim Rogers, er ist ja einer der Experten in Sachen Rohstoffe und damit auch Öl. Und er hat gesagt, ja, Öl wäre ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig, hier auf steigende Preise zu setzen. Das könnte sich noch ein bisschen weiter zurückziehen. Was sagen Sie? Ja, das sehe ich so ähnlich. Also wir haben ja auch schon am Anfang der Woche darüber gesprochen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Ölpreis noch weitere Tiefpunkte sieht. Das hat natürlich zum einen erstmal fundamental, wenn wir uns das Ganze betrachten, sieht das natürlich im Moment weiterhin so aus, als hätte man überhaupt gar kein Interesse, einen steigenden Ölpreis zu bekommen. Ganz im Gegenteil. Man sieht also, wie Öl auch hier ab seit Sommer letzten Jahres in einem freien Fall sich befindet. Und auch charttechnisch. Es ist sehr, sehr wichtig, dass natürlich auch hier, dass man versucht, nicht unbedingt in das fallende Messer zu greifen. Es gibt natürlich sehr gute Strategen, die das gut beherrschen, ins fallende Messer zu greifen, aber das ist nicht unbedingt für Anfänger oder auch für nicht fortgeschrittene Marktteilnehmer, sondern hier sollte man erstmal abwarten, bis ein Boden gebildet worden ist. Und erst dann, wenn wir einen Boden gebildet haben, das heißt über mehrere Wochen oder auch Monate, dass man gesehen hat, dass der Ölpreis einfach keine weiteren Tiefpunkte markiert,
fällt, dann könnte man zumindest mal davon sprechen, dass dieser starke Abverkauf, der hier stattgefunden hat, sein Ende gefunden hat und somit die Wahrscheinlichkeit, und das ist genau das, mit was man arbeitet, nur lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit, dass zumindest der Ölpreis nach oben abdrehen kann und zumindest seine technische Gegenbewegung vorzunehmen. Und im Moment haben wir weder fundamental, dass hier dafür gesprochen wird, dass der Ölpreis steigt, noch auf der charttechnischen Sicht. Deswegen würde ich hier wirklich abwarten, wie Jim Rogers auch sagte, abwarten. Das könnte durchaus, durchaus noch etwas tiefer gehen. Und was der Euro derzeit wert ist, das haben wir gesehen vergangene Woche, als die Schweizer hier die 1,20 einfach so gekippt haben. Ja, Vertrauen in den Euro eigentlich nicht mehr vorhanden. Jetzt dann Staatsanleihenkäufe morgen, ob das jetzt 500 Milliarden oder eine Billion sind, da geistern ja irrsinnige Zahlen. Kann man da eigentlich noch guten Gewissens auf einen steigenden Euro wetten? Es ist sehr, sehr schwer. Also wenn man sich den Euro-US-Dollar anschaut, sehen wir auch hier, dass seit letzten Jahres der Euro gegenüber den Dollar stark abgewertet hat und somit auch sich in einem sogenannten leichten freien Fall befindet. Es ist zwar jetzt noch nicht beschleunigt worden, das kann aber durchaus passieren. Also meine Befürchtung ist, dass wir jetzt nicht unbedingt direkt zur Parität 1:1, also ein Dollar gegenüber einen Euro laufen, sondern dass wir möglicherweise in Richtung 1,10, 1,09 laufen werden und da sich der Markt vielleicht etwas stabilisieren könnte, also sprich die Währung sich stabilisieren könnte und zumindest auch die Bereitschaft da ist, wieder Euros zu kaufen. Aber das muss abgewartet werden. Das wird natürlich auch hier im Moment, was den Währungsmarkt betrifft, rein von Notenbanken gesteuert. Man kann also hier überhaupt nicht viel im Moment charttechnisch sagen, weil eine aggressive Meldung reicht vollkommen aus. Es muss noch nicht mal aggressiv sein. Teilweise sind das einfach nur Meinungen, Behauptungen oder auch Wahrscheinlichkeiten, die man hier in den Markt kippt, also auch gerade was die Notenbanken betrifft, und schon hat man das Chaos. Und ich befürchte auch, dass es am Donnerstag mit der Notenbanksitzung Mario Draghi äußerst heftig für den Euro-US-Dollar kommen kann. Und meine Befürchtung ist eher, dass wir relativ schnell in Richtung 1,12 oder 1,3 nochmal durchgedrückt werden. Samir Boyadan, der Wolkentrader mit der Charttechnik. Danke sehr und einen schönen Tag. Vielen Dank. Und das jetzt alles nochmal auf einen Blick, meine Damen und Herren, sehen wir uns mal die Vorgaben, nicht die Vorgabenseite, sondern hier die Rohstoffpreise an. Der Goldpreis jetzt bei $1,390. Wir klettern also über eine runde Marke und da muss man weit zurückgehen, dass man diesen Wert gesehen hat. 0,6% plus, 2% plus bei Silber, $18,26. Die Feinunze Ölpreis $48,25. Hier geht es weiter nach unten. Euro so um die 1,16, 1,1574, 0,2% plus.